So, hallo und herzlich willkommen heute zum letzten Training. Wie schon besprochen, machen wir heute Rücken und Schultern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Training. Los geht's. 3 Trainingstage sind vorbei und jetzt wartet ein Pausentag auf mich zum Glück. Also 3 Tage Training, 1 Tag Pause, 3 Tage Training, 1 Tag Pause. Ich habe das mir so zusammengestellt, weil meine persönliche Frequenz 2-mal die Woche ungefähr ganz gut hinhaut, wenn ich 4 Tage lang Zeit habe, um den Muskel erneut zu trainieren. Das ist auch der Grund, wieso ich nur 3 Übungen mache. Das reicht, weil in Summe, wenn man das quasi mit 2 multipliziert, denn ich habe 2 Trainings die Woche, macht das aus 3 6 Übungen. Und ich habe quasi 12 bis 16 Sätze pro Training. Das heißt, ich habe 32 Sätze in der Woche total. Und das ist das als Gesamtvolumen ganz gut, finde ich. Außerdem, ich habe eine intensive Belastung, dann habe ich genug Zeit, um mich dazu recovern und intensiver nochmal zu trainieren und nochmal, dann so geht quasi die Kurve immer nach oben. So zumindest die Theorie. Wie das in der Praxis aussieht, kann ich euch dann in den nächsten Wochen quasi präsentieren. Ich werde jetzt auch alle meine Trainings dokumentieren und aufschreiben, wie kräftig ich bin und das dann mit einem Zwischenfazit in so 4-5 Wochen vergleichen. Da werde ich auch noch ein Video dazu machen, wie sich quasi meine Kraftwerte entwickelt haben. Jetzt aber zum heutigen Training. Wir haben 3 Rückenübungen. Die erste Übung ist eine meiner Lieblingsübungen. Das sind Überzüge, also Pullovers. Das sind 4 bis 5 Sätze. Den ersten mache ich mit wenig Gewicht, wirklich zum Reinkommen, weil das Schultergelenk, die ganzen passiven Strukturen sind noch nicht so warm. Da bietet sich das an, mit Pullovers zu starten, weil wir hier eine relativ große Range of Motion haben. Wir haben auch hier die Möglichkeit, dass wir mit verschiedenen Bewegungsmustern verschiedene Muskeln warm machen können. Als Beispiel ziehe ich bis ganz nach unten, ist es der Latissimus, ziehe ich ein bisschen Richtung Bauchnabel, ist es so mittlerer Teil oder unterer bis mittlerer Teil des Rückens und ziehe ich hier nach oben, also ziehe die Schulterblätter zusammen, ist es so Trapezius-Teil, ein bisschen Schulter und Quatsch. Das ist fürs Warm-up ziemlich geil. Nach den 1-2 Warm-up-Sets geht es dann wirklich in 3 geschmacksvolle, also intensivere Sätze. Am Anfang sind es 20 Wiederholungen und es geht dann runter bis auf 14. Wieso 14? Ich versuche beim Rücken möglichst viel Gefühl zu entwickeln. Und je höher das Gewicht wird, desto mehr geht mein Gefühl flöten. Auch hier gilt Qualität über Quantität. Viel Gewicht rumschwingen kann jeder, nur den Muskel richtig treffen, was eigentlich Sinn und Zweck des Trainings ist. Hypertrophie, also die Verdickung von Muskelfasern, reduziert sich und bricht sich runter auf den Trainingsreiz, den ihr setzt. Und da geht es nicht darum, mit viel Gewicht irgendwas zu tun, sondern mit dem Gewicht, was nötig ist, den nötigen Reiz zu setzen. Da geht man nach Hause, dann isst man, recovered und erholt sich und dann geht man stärker ins nächste Training. Ganz simpel, da muss man, das ist keine Raketenwissenschaft. So, als nächstes kommt die Ruderübung. Hier ist es wichtig, mir persönlich, dass die Schulterblätter mit nach vorne gehen. Dann kommt zuerst die Retraktion, also das Fixieren der Schulterblätter und dann die Kontraktion, wo der Ellenbogen hinter den Körper geht, bestmöglich. Bei zunehmendem Gewicht glaube ich nicht, dass das so gut funktioniert, dass man wirklich bis nach ganz hinten reinkommt, ist auch in Ordnung. Fakt ist aber, ich versuche bei der Ruderübung meinen Oberkörper ganz leicht mit nach hinten zu nehmen, vielleicht 10 Grad und oben Richtung Trapezius zu ziehen. Denn in der kommenden Übung machen wir das eher für den Latissimus-Teil, aber das erkläre ich gleich. Wichtig, ich habe den neutralen Griff benutzt und habe die Ellenbogen versucht, etwas nach unten zu winkeln. Also so zu ziehen, nicht so und nicht ganz am Körper, sondern auf 45 Grad. Das sorgt dafür, denn unsere Latissimusfasern sind quasi links und rechts, ja, ungefähr so. Das heißt, wenn ich jetzt die Diagonale ziehe, sind es auch die Fasern, die kontrahieren, also so die mittleren Latissimusfasern, nicht die ganz tiefen, so die mittleren. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen bei Ronnie Coleman oder Kai Greene, wenn die hinten in den Latspread gehen, ist der Latissimus so fächerförmig gestreift. Und genau darum geht es. Es geht um die, wie die Fasern verlaufen, quasi Ursprung und Ende dieser Faser und die verkürzen sich immer. Das ist das, was ein Muskel tut. Ganz stupide gesagt, das Einzige, was ein Bizeps kann, ist sich zusammenziehen. Der macht sonst gar nichts. Dass der Arm sich öffnet, ist das Zusammenziehen vom Trizeps. Also sind immer Gegenspielermuskeln, das ist ganz wichtig. Bizeps, Gummi, zieht sich zusammen. Trizeps, Gummi, zieht sich zusammen. Genauso ist es beim Rücken. Diese fächerförmigen Dinger ziehen sich zusammen wie Gummis. Und dann ziehen sich die Schulterblätter zusammen. Aha,
Es geht also um das Zusammenbringen der Schulterblätter beim Rückentraining. Und zwar meistens so. Kommen wir zur dritten Übung und zur letzten. Das sind Lat Pull Downs und zwar eng. Da wähle ich extra diese einzelnen Griffe, weil nicht nur die Bewegung ist wichtig, wie wir gelernt haben. Da kann man nämlich die Schulterblätter nicht richtig fixieren, sondern wir gehen nach unten und nach außen. In dem Moment, wo ich nach außen gehe, hole ich die Brust raus und fixiere die Schulterblätter hinten zusammen. Macht es mal ohne Gewicht. Ihr nehmt das und dann zieht ihr runter und auseinander. Und ihr werdet merken, aha, ich kriege viel mehr Kontraktion und darum geht's. Das hier sind 5 Sätze. Ich muss auch zugeben, ich hätte heute mehr gebraucht. Ich hätte vielleicht 7 machen können. Dann wäre ich befriedigt gewesen. Aber Ego und das, was man denkt, soll man zu Hause lassen. Man soll am besten nach Plan trainieren und progressiv. Das ist so Grundprinzip des Bodybuildings. Emotionen und den ganzen Kram zu Hause oder im Auto lassen. Das Abtrainieren, was auf dem Plan steht und nach Hause gehen. Essen, schlafen und wieder Training. Essen, schlafen und so weiter. Ah, noch kurz, bevor ich die Übung abschließe beim Rücken. Wichtig ist hier, ich versuche mich nicht allzu weit nach hinten zu lehnen, sondern ich versuche möglichst aufrecht zu bleiben und ziehe vor den Körper, also unterhalb meiner Brust. Das sorgt dafür, dass wenn ich die Ellenbogen nach unten bringe, muss es einen Muskel geben, der so verkürzt, also von oben nach unten. Und das sind andere Fasern wie die zur Seite offensichtlich. Deshalb treffe ich einen anderen Part im Rücken. Jetzt aber zu den Schultern. Persönlich meine allerwichtigste Übung ist das Seitheben. Da habe ich mich heute für ein Gerät entschieden, ganz einfach, weil das starr ist. Das heißt, ich kann nicht so schwingen, oder sollte es zumindest nicht, wie bei den Kurzhanteln. Ich sehe jetzt, also ich habe ganz viele Menschen schon gesehen, ich war auch einer sehr, sehr lange davon, der relativ viel Gewicht nimmt und aus dem Schoß quasi rausschwingt. Ist gut, kann man machen, vor allem wenn man sie negativ abfängt, macht das schon Sinn, denn in der exzentrischen bauen wir mehr Muskeln auf, als in der konzentrischen, also in der nach oben Bewegung bauen wir weniger Muskulatur auf, als wenn wir sie langsam ablassen. So viel dazu. Fakt ist aber, ich habe mich für ein Gerät entschieden, was starr ist, das heißt eine Seithebenmaschine, und habe geschmeidige 5 Sätze gemacht mit steigendem Gewicht. Mir persönlich wichtig ist, dass die Schulter nicht so arg nach hinten rotiert, denn dann arbeitet der vordere Teil der Schulter. Ich versuche, die Ellenbogen oben zu lassen, also meine Ellenbogen führen die Bewegung. Und ich versuche die Schulter nicht über Range of Motion. Ihr seht, dass meine Schulter nach oben rutscht. Dann haben wir den Nacken mit aktiv. Das ist nicht gewollt. Ich versuche die Schulter tief zu lassen und nur bis hier hoch zu gehen. Hier ist die maximale Range. Alles, was hier drüber geht, hat viel mit Nacken und Rotatoren zu tun. Also dieses hier, ne? Ihr seht, statt so. Genau. Zweite Hauptübung und sehr, sehr wichtige finde ich auch, sind die Schulterpressübungen. Wobei man hier ganz klipp und klar sagen muss, Schulterpresse ist nicht für die ganze Schulter. Die Schulterpresse involviert eher den vorderen und den mittleren Teil. Ich würde sagen, sagen wir mal, es sind 60% oder 50% vorne, 30-40% an der Seite und 10-20% hinten. Je nachdem, wie die Position ist. Aber es ist deutlich frontdominanter, als man dachte, dass es in der Mitte funktioniert. Deswegen das als zweite Übung. Da kannst du dann richtig, also ich benutze dann relativ viel Gewicht, ungewöhnlich für mich, alles so zwischen 10 bis 12 Wiederholungen. Trotzdem sauber. Und ich versuche auch nicht, dass meine Arme nach hinten rotieren, denn nach da wäre das falsch. Also stellt euch vor, der Arm ist so rotiert und wollt nach oben drücken. Das ist ja kein Schulterpressen. Wir bringen den Ellenbogen unter unser Handgelenk und drücken straight nach oben. So macht man das korrekt. Also Ellenbogen unterhalb der Hände und nach oben pressen. Außerdem gehe ich nicht komplett in den Lockout. Also ich versuche nicht meine Arme oben auszuruhen, sondern ich versuche das in einer konstanten Spannung zu machen. Übung Nummer 3 ist Butterfly Reverse und zwar in den Seilen. Wie ihr erkennen könnt, habe ich die Seile relativ weit oben positioniert, links und rechts, und gehe exakt dieser Line of Pull. Lassen wir es mal so nennen. Die Linie geht von hier nach da und genau dahin gehen auch meine Arme. Hätte ich die Sachen jetzt waagerecht gemacht, wären meine Arme so gegangen. Also ich versuche immer exakt entlang der Zugrichtung zu ziehen, so hat man direkte Belastung auf dem Zielmuskel. Und wie gesagt, ihr müsst euch mal vorstellen, wohin genau will der Muskel eigentlich natürlicherweise ziehen. Die hintere Schulter, also die beiden Köpfe, sind dazu da, die kontrahieren und die bringen die Arme nach hinten. Oder wenn ich die Arme leicht neige und die Schultern senke, geht es leicht diagonal nach unten. Und genau das ist das, was ich tue. Man könnte das auch andersrum machen, wenn man die Schulter nach vorne beugt
und so nach oben zieht, das geht auch. Wobei ich eigentlich ein Fan von dieser waagerechten oder von dieser Methode von oben bin. Das war's mit dem Training. Alle 3 Trainingstage. Wenn ihr die Brust verpasst habt, gerne nochmal aufs Brustvideo, Beinvideo anschauen. Ansonsten gibt es in 4-5 Wochen ein Feedback zu dem ganzen Training, wie ich Progression gemacht habe, ob ich mein Training vielleicht doch umgestellt habe oder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst unten was in den Kommentaren da. Wichtig ist noch, die 8-Wochen-Challenge läuft noch. Ihr könnt euch noch anmelden. Bis zum 24.04. könnt ihr mit, wenn ihr euch den Arsch aufreißt, 1.000 Euro gewinnen, ein Wellness-Wochenende in Südtirol, ein Ricecream-Sponsoring, Coachings, Dropsticks, Waist-Trainer, volles Programm. Alle Infos dazu gibt es hier unten im Link. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Mike.